30 Jahre ist eine lange Zeit, vor allem wenn es um das Bestehen eines Unternehmens geht. So lange gibt es die Firma Stoll aus Neunkirchen, ein Installateurbetrieb, der eben 1984 von Inhaber Harald Stoll gegründet wurde und nunmehr von ihm und seiner Gattin Claudia geführt wird. Die vergangenen 3 Jahrzehnte sind geprägt von einer beachtlichen Entwicklung. Und all jene, die daran beteiligt waren, luden Harald und Claudia Stoll zur großen Feier im Steinfeld-Zentrum nach Breitenau, Mitarbeiter, Kunden, Freunde und andere Wegbegleiter. Das Besondere an der Firma Stoll ist neben der regionalen Verankerung der innovative Geist, der im Betrieb vorherrscht. Schon vor 20 Jahren hat man erkannt, welche Rolle erneuerbare Energien für die Zukunft spielen und bereits damals in diesem Bereich einen Schwerpunkt gesetzt. Nachhaltigkeit gehört zu mir und das Thema erneuerbare Energie, was auch die Umwelt sehr positiv beeinflusst, das ist irgendwo so die helle Welt, sage ich jetzt einmal. Ich bin froh, dass vor 20 Jahren der Boom angefangen hat, sprich mit erneuerbaren Energie, Pellets, Wärmepumpen, Photovoltaik, thermische Solaranlagen, ganz einfach begeistern kann. Das heißt auch wirtschaftlich für den Kunden, der sie einbaut, der auch wirtschaftliche Vorteile hat, zusätzlich zum ökologischen und zum ökonomischen. Spannend und nie endend. Es wird immer offensichtlicher, dass Öl, Gas und dergleichen immer teurer wird. Wir werden die Lobby nicht ausblenden können und wir haben gesagt, wir bieten das auch an, aber es ist die Sonne, es ist Holz. Österreich liefert ja 100% Heizenergie und daher haben wir unseren Schwerpunkt eben auf Holz und Sonne gelegt. Neben Photovoltaik und anderen Maßnahmen der alternativen Energiegewinnung zeichnet die Firma Stoll auch immer wieder für innovative Projekte in anderen Bereichen verantwortlich. Mit Herrn Stoll haben wir sehr, sehr viele interessante Projekte umgesetzt, vor allem bei uns in der Firma. Haben eine nachhaltige Serverraumkühlung miteinander konzipiert und gemacht. Wir nützen die Abwärme des Servers und beheizen damit unser komplettes Bürogebäude, was sicher ein sehr, sehr wegweisendes Projekt ist. Und sowas kann man natürlich mit Harry Stoll durchführen, weil der einfach in dieser Richtung sehr gerne etwas macht. Auf jeden Fall sehr innovativ und das war am Anfang sicherlich sehr schwer. Also ich schätze dieses Engagement, weil ich auch selber etwas grün bin. Und daher sind Handwerker für mich, die das oder Firmen, die das machen, wirklich sehr, sehr wichtig und finde ich toll. Passend zum Thema Energie gab es an diesem Abend übrigens eine ganz besondere Showanlage zu bewundern, denn niemand geringerer als die Mönche des Shaolin Kung Fu brachten die Gäste zum Staunen. Rund 10 Stunden pro Tag trainieren die Shaolin-Mönche. Neben diesem harten körperlichen Training liegt ein großer Augenmerk des Unterrichts auch auf der Beherrschung des sogenannten Qi, der körpereigenen Energie. So sagt man über die Mönche des Shaolin-Kung-Fu, sie könnten den Energiefluss in ihrem Körper derartig lenken, dass sie in der Lage wären, ihr Schmerzempfinden kurzfristig einfach auszuschalten. Beeindruckend auch die Darbietungen der jüngsten Krieger des Abends. Sie sind gerade einmal 7, 8 und 9 Jahre alt. Nicht minder imposant die Beweglichkeit dieses Meisters, der sich, unglaublich aber wahr, in seinen späten 60ern befindet. Es war also ein Abend, der den Besuchern aus mehreren Gründen garantiert noch einige Zeit im Gedächtnis bleiben wird. 30 Jahre Stoll-Installateur in Neunkirchen. Ein Betrieb, der sich sehen lassen kann.